Hallo da draußen und willkommen zur dritten Session unserer Journey to Ragnarok Runde, der graue Wanderer. Wie fange ich denn heute mal an? Ist eigentlich egal. Ich spiele natürlich nicht alleine. Ich habe wunderbare Mitspielerinnen und Mitspieler dabei. Und zwar sind dabei die Nika, die spielt Freydis. Hallo. Die Sora, die spielt Aza. Hallo. Dann haben wir den Piccolo, der spielt Del. Hallo. Dann haben wir den Proleten Paulo, der spielt Torwart. Wunderbar, da sagt der alte schwere Nöter. Aber sicher. Dann haben wir den Holzwurm, der spielt Live. Hallo. Und zu guter Letzt und den Resümator für die heutige Runde, den Bno, der spielt Grimwald. Hallo. Ja, ich lese quasi aus dem Notizen oder Protokoll von Grimwald so ein bisschen vor. Am Vorabend des Beginns unserer Reise zum Dannewerk traf sich unsere Gruppe, um die Route unserer Reise und nötige Vorräte zu besprechen. Wir einigten uns darauf, unser Ziel binnen 15 Tagen zu erreichen, was wir als guten Kompromiss aus Schnelligkeit und Ausdauer empfanden. Am nächsten Tag trafen wir uns am frühen Morgen im Handwerksviertel von Siste Festning, um Vorräte einzukaufen. Unter anderem kaufte ich Heilkräuter bei Katla Irodotir gegen späteren Morgen sind wir dann unsere Reise angetreten. Unser erster Reisetag und unsere erste Rast verliefen weitestgehend ereignislos. Es wurden nur die falschen Leute für die Nachtwache geweckt, was für etwas Unmut sorgte. Auch die nächsten beiden Tage verliefen ereignislos. Am vierten Tag trafen wir jedoch auf einen Schrein der Freya, an dem jedes Mitglied unserer Gruppe etwas für sie oder ihn Wertvolles opferte. Die nächsten Tage verliefen ereignislos, bis wir am achten Tag auf zwei Männer trafen, die uns auf der Straße entgegenrannten und etwas zuriefen und winkten, was wir nicht wirklich verstehen konnten. Erst als wir näher kamen, hörten wir Schreie nach Hilfe, weil angeblich ihre Höfe von Franken angegriffen würden. Nicht ungewöhnlich in diesen Regionen, aber selten. Wie sich später herausstellte, war es eine List. Als wir nämlich auf einem schmalen Waldpfad, auf dem wir hintereinander reiten mussten, mit schwingenden Baumstämmen versucht wurden, von den Pferden geholt zu werden, was auch bei einigen von uns gelang, inklusive mir selbst. Wir konnten den Angriff abwehren, schlugen einen Teil der Angreifer in die Flucht und konnten sogar einen Pferdedieb einholen und das einzige erfolgreich entwendete Pferd wieder zurückholen. Wir kehrten zur Hauptstraße zurück und hielten dort eine Rast, um unsere Wunden zu versorgen und unsere Vorräte durch Jagen und Sammeln im Wald wieder aufzufüllen. Der nächste Tag blieb wieder ereignislos, bis sich am Abend jemand unserem Lager näherte. Die Person war erst nur schemenhaft zu erkennen, war aber sehr groß. Als er näher kam, sah man einen Mann mit grauem Umhang und Kapuze, alten Augen, einem alten Gesicht und einem großen weißen Bart, der einen Wanderstab mit Wurzelwerk bei sich trägt. Er bat, sich ans Feuer setzen zu dürfen und mit uns zu übernachten. Man merkte kurz, dass Freydis und Aza sich irgendwie von dem Mann angezogen fühlten, aber diese Reaktion verschwand so schnell, wie sie kam. Als sich alle ans Feuer setzten, hörten Del und Freydis einen Raben schreien.
Und das führt uns zum Hier und Jetzt. Ganz genau, das führt uns zum Hier und Jetzt. Ihr sitzt am Lagerfeuer. Dieser alte Mann, der da aus dem Nebel getreten war, hat sich zu euch gesetzt und streckt gerade so seine Finger aus gegen das Feuer, um die zu wärmen, reibt die so immer so ein bisschen und steckt sie dann wieder ans Feuer. Und sein Wanderstab ist neben ihm gelegt, auf, also so angelehnt auf dem Holzstamm, auf dem er sitzt. Und schaut so in die Runde. Nun, meine Freunde, was treibt euch denn nach hier draußen bei diesem unwirklichen Wetter? Die Sonne ist es nicht. Nein, die lässt in diesen Tagen auf sich warten. Oh, ihr habt einen Auftrag. Ja. Erzählt mir davon. Nein. Ich habe das nicht verstanden. Ich sagte, wir sind auf der Suche nach meiner Großmutter. Ah, ja. Ja, genau. Weil die hat eine Toilette. Ja. Mit Herzenform in der Tür. Mhm. Oder die Habsucht durch. Nein, leider ist es ein geheimer Auftrag, da können wir nicht sagen, um was es sich da handelt. Es geht um die nationale Sicherheit. Ihr habt einen geheimen Auftrag. Das klingt ja. Von der Regierung. Sehr spannend. Um dich zu sagen, geheimnisvoll. Ich mag Geheimnisse. Geheimnisvoller Geheimauftrag der geheimen Polizei. Viel wichtiger ist die Frage, was treibt euch hier mitten in die Wildnis? Vor allem alleine. Nun, ich bin ein Wanderer. Ich ziehe gerade aus den nördlichen Landen gen Süden und hoffe unten in, naja, vielleicht ins Skjald Riff oder noch besser ins Siste Festningen den Winter verbringen zu können. Warum wanderst du denn nicht dann, wenn es was wärmer ist? Nun ja, als ich losgewandert bin, war es noch warm genug, aber der Winter lässt sich nicht aufhalten. Und leider bin ich zu Fuß nicht so schnell wie ihr mit euren wunderbaren Pferden. Nein, wir können dir keins geben. Oh nein, das möchte ich auch nicht verlangen. Pferde sind besondere Tiere. Das stimmt. Sag das mal den Leuten von gestern. Das hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Das klingt nach einer spannenden Geschichte. Erzählt. Ja, die sind jetzt tot. Spoiler. Wow. Ach. Naja, sie versuchten uns unsere Pferde zu berauben. Eine Gruppe von Männern, wahrscheinlich irgendwelche Schurken, die sich hier durch die Lande treiben, die versucht haben, die sich halt irgendwo durch Raub und Plündern am Leben erhalten und haben uns versucht, durch Hilfeschreien wegen einer angeblichen Frankenangriff anzulocken, was ihnen natürlich gelungen ist, und sind dann in einem Waldstück angegriffen worden und konnten sie aber zurückschlagen. Und ja, wie gerade schon gesagt, ein großer Teil von ihnen ist nicht mehr unter uns. Der Rest ist geflüchtet. Aber nicht so viele. Aber wie ich sehe, konntet ihr euch eure Haut erwehren. Seid ihr große Krieger? Naja, ich stehe mal auf. Ja. Das bin ich so. So 1,80 kriegen wir schon zusammen. Wenn wir uns auf die Schulter zusammen.
Ja, wir waren. Ja, es waren... geht. Wir können uns auf jeden Fall unsere Haut erwehren. Ja. Und ihr tragt, wie ich das soweit sehe, durchaus beeindruckende Waffen. Außer ihr beide. Und er guckt zu Live und zu Acer. Ihr seid ein Geschichtenerzähler. Das sieht man. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Wer? Ich? Jetzt guck mal nicht so auf meinen Dudelsack. Es ist ein ungewöhnliches Instrument in diesen Landen. Seid ihr gut damit? Er kann auf jeden Fall gut blasen. Ein Bade ist ja nie wirklich zufrieden mit seiner Leistung. Es geht immer besser. Immerhin hat er beim großen Trubadix gelernt. Oh, von dem habe ich schon gehört. Er soll Feinde in die Schlucht geschlagen haben. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Super. Nicht nur Feinde. Aber ich kann auch schön spielen, so. Oh, es würde mich freuen, wenn ihr mir eine Kostprobe geben könntet. Eine Postgrobe. Passen Sie auf, was Sie sich wünschen. Ey. Im Feuer ist nicht unendlich viel Platz, in der Enten ist auch noch. Feuer. Ja, dann puste ich mal einen Dudelsack auf und. Der alte Mann holt so ein, greift in seinen Mantel und holt dann so eine große Pfeife mit einem relativ langen Stiel. Also Mundstück, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Stopft sich die so ein bisschen, zündet sich die kurz an und lauscht die gespannt. Pafft dabei ein bisschen, wirft dann so ein paar Ringe in die Luft. Und Gandalf schafft es dann tatsächlich auch so ein paar Kunststückchen damit zu machen, sodass dann halt der eine Ring dann langsam größer wird, während ein zweiter hinterher durch den ersten Ring schießt. Ah. Sehr eindrucksvoll. Dann und lauscht deinen Klang. Und spiele eine schöne Melodie. Dann mach mal einen, wie heißt das? Auftreten? Performance? Performance, genau. Ja. Ordentlich. Ordentlich, ordentlich. Und ja, das ist tatsächlich... Das klingt schöner, als ich das jetzt gemacht habe. Hört sich das sehr gut an, was Live euch da vorspielt, und ihr könnt euch alle eine Inspiration aufschreiben. Okay, wie macht man das? Ihr habt in eurem Charakterbogen oben irgendwo mittig einen Inspirationsknopf. Ja. Den habe ich schon. Ah, da. Angemacht. Okay. Jo. Darf ich das auch? Ja, klar. Was? ich bin so gut. Mich von mir selbst inspiriert. Das ist Live-Musik. Entschuldigung. Wo liege ich falsch? Nee, ist richtig, das ist richtig, ist richtig. Als du das Lied beendet hast, kriegst du so ein wohlwollendes Nicken von dem alten Mann, der noch mal kurz pafft mit seiner Pfeife. Das war sehr gut, sehr beeindruckend. Vielen Dank dafür. Dankeschön, gerne. Sagt, mögt ihr Rätsel? Ich liebe Rätsel. Oh, würde euch gerne ein paar stellen, wenn ihr wollt. Na bitte. Wir könnten
es ein wenig spannend machen. Jetzt geht's los. Sagen wir, wenn ihr drei meiner Rätsel löst, dann würde ich euch einiges von meinen Verpflegungsrationen abgeben. Das können wir doch nicht annehmen. So. Ja, Verpflegung ist wertvoll im Moment, ne? Ja, eure Verpflegung ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, dass ich eure Verpflegung schon aufgebraucht habe. Ne? Ab jetzt müsst ihr jagen gehen. Ja, ist nur die Frage, was will er haben, wenn wir versagen? Wenn ihr es nicht schafft. Was könnte die. Wir müssen die Frauen ihm beilegen. Bitte? Oh, wir haben mit jetzt wäre Frauen. Ich durchaus wir einverstanden. Guter Zustand. Guter Zustand. Kaum gut, naja, fast. Hab ich denn? Ich hätte diese wunderschöne leere Truhe. Eine leere Truhe? Ja. Warum nehmt ihr sowas mit auf Reisen? Falls ich etwas finde, was ich da reintun kann. Vorausschauend gedacht. Ja. Notfalls kann man auch damit werfen. Warum sollte man mit einer Truhe werfen? Aber wenn man sonst nicht wie Hammer werfen, nur mit Truhen. Frage ist, was will sich da euch mal zufrieden, wie viel will er haben? Er bietet mir was an. Also meinen Dudelsack und meine Trommeln bekommt ihr nicht. Oh, das möchte ich auch nicht euch nicht berauben. Was würde euch denn zufriedenstellen? Das kommt drauf an, was ihr mir anbietet. Achso. Ich weiß nicht, was ihr besitzt, daher kann ich euch nicht sagen, ob ich damit zufrieden wäre. Ja. Nicht sehr viel. Ich hätte prima Verschwindepulver. Das wäre sehr großzügig. Nichts, was ich entfernen könnte. Ja. Das könnte für euch sogar also ziemlich nützlich sein. Falls ihr von Wegelagerern angegriffen werdet, könnt ihr damit quasi verschwinden und euch in Sicherheit bringen. Ich wurde erst vor ein paar Tagen angegriffen. Es bekam den Wegelagerern nicht sonderlich gut. Oh. Aber sonst, sonst stelle ich ja nicht hier, nicht wahr? Seid ihr denn ebenfalls Krieger, wenn ihr mit dem Wegelagerer problemlos? Oh nein, ich bin kein Krieger. Aber ich weiß, mich meiner Haut zu erwehren. Das ist schön. Mit dem irgendwie Tränke herstellen? Irgendwie so rum? Nochmal so? Das war sehr leise. Das kommt drauf an, was ihr für Trink haben möchtet. Ich kann einen wunderbaren Brennnesseltee zubereiten. Nein, ich dachte, dass wir quasi den Trank herstellen und ihn dafür geben. Ich könnte ihm höchstens ein bisschen, ich könnte ihm was von unseren Heilkräutern anbieten, aber einen Trank dafür, damit kann man eher dann Pasten herstellen. Um Wunden zu versorgen, aber nicht wirklich Tränke. Nein, ja, so wertvoll, ne? Die haben ja gerade so. Nee. Ich habe keine Ahnung, was wir ihm geben können. Also wie gesagt, ein bisschen von den Kräutern könnten wir machen, aber das ist, da wir nicht wissen, was uns auf uns zukommt, würde ich sie nicht komplett abgeben.
Ja, vor allem für den Preis, den man gezahlt hat. Also, ja, hauptsächlich du. Ich könnte Ihnen ein Patch von der Band Iron Doors anbieten. Schön. Ein Patch könnte man tatsächlich anbieten, wenn man denn wollte. Das Problem ist natürlich, sobald du den abmachst, ist das kein Patch mehr, ne? Dann kann er ja halt eine Tür haben. Kriegt ja halt eine prima Leiter oder sowas. So ein tragbares Loch. Nee, das gebe ich nicht ab. Das Loch brauche ich nicht. Er kann einmal durch das Loch treten. Oh. Wie ist das eigentlich mit dem Loch? Wenn du den Patch abmachst, kann das ja nicht sofort zu einem Loch werden. Das tragbare Loch ist kein Patch. Das hab ich. Ach so, okay. Entschuldigung, ich dachte, wir hätten ein Patch mit einem tragbaren Loch. Das wäre spannend. Machst das ab, Loch. Gut, klar. Loch in der Robe. Ja. Ja, nicht mehr. Ja. Tragbares Loch, wie praktisch. Ich könnte euch eine wohlriechende Borke anbieten. Von welchem Baum? Wartet, ich werfe eins ins Feuer. Von welchem Baum? Latschenkiefer. Einem wohlriechenden. Douglasia. Oh ja. Oh! Hammer. Das doch ist was gelernt im 4. Klasse Ausflug. Was? Das ist ein sehr annehmbarer Preis. Gut. Wenn ihr damit einverstanden seid. Ja. Barscht. Ich würde schon mal den Denkapparat anwerfen. Vorsicht, könnte laut werden. Denkapparat? So, dieses Geräusch, wenn du dich mit dem Internet verbunden hast. Gut. Was stinkt denn hier so? Denkt Patrick wieder? Okay, dann schauen wir mal an. Was wird? Er setzt sich etwas aufrechter hin, nimmt seinen Stab wieder in die Hand und stützt sich so ein bisschen darauf. Er bleibt allerdings sitzen. Und schaut dann von einem zum anderen. Was ist die große Laterne, die die Menschen beleuchtet, aber Flammen umhüllen sie und die Wargen verfolgen sie beständig? Verfolgen sie? Die Wargen? Die Wargen, genau. Wargen. Hattest du was gesagt, Paul? Ich wollte gerade, war das nicht die Sonne? Ihr seid ein sehr pfiffiger Krieger. Ihr hattet euch noch nicht vorgestellt mit Namen, ne? Ne, ich glaube nicht. Nein. Wie darf ich euch nennen? Ich bin der einzig wahre Torwart. Kein neuer, es aber es freut Torwart. Mich, euch kennenzulernen, Herr Torwart. Das war die richtige Antwort. Das erste Rätsel ist gelöst. Ja. Jetzt muss er erstmal überlegen. Im Zweifelsfall ist es mal die 42. Von meinem Zuhause brach ich auf und während ich reiste, sah ich eine Straße. Der Straßen und eine Straße darunter und eine Straße darüber.
Und eine Straße auf allen Seiten. Nochmal bitte. Von meinem Zuhause brach ich auf. Und während ich reiste, sah ich eine Straße der Straßen und eine Straße darunter und eine Straße darüber und eine Straße auf allen Seiten. Was? Ich denke, wie du noch verliebt. Ich würde gerne das Publikum befragen. Also. Im Kreisverkehr. Nee, ich. Boah. Eine Straße darüber, eine Straße runter, eine Straße daneben. Die Straße hast du nicht gesehen. Boah, ein Regenbogen? Den Gedanke kam mir auch schon. Regenbogen? Ja. Ja, weil es halt wie so eine Straße ist und darüber und darunter und. Aber links und rechts? Ja, es geht nach links und rechts ja weiter. Und, sind wir richtig? Oder? Sonst wüsste ich es nicht. Nein, tut mir leid, der Regenbogen ist verkehrt. Hm. Was war es denn? Aber versucht es weiter. Achso, okay. Boah, kann ich das nochmal hören, bitte? Selbstverständlich. Als ich von zu Hause aufbrach, sah ich eine Straße der Straßen und eine Straße darunter und eine Straße darüber und eine Straße auf allen Seiten. Eine Straße der Straßen. Fluss? Vielleicht ist das auch gar nicht so als Straße gemeint, sondern Fluss, so ein Wasserstraße. Fluss könnte, halt. Das könnte tatsächlich sein, mit einem Tunnel drunter und einer Brücke oben drüber und einer ein Fluss durch eine Stadt oder ein Dorf, sag ich mal. Da sind Straßen überall und du bist auf der Hauptstraße gewesen und eine Brücke und ein Tunnel. Finde ich auch nicht schlecht. Also Fluss finde ich auch nicht schlecht. Ein guter Anstoß. Es ist der richtige Gedanke. Richtig. Denk mal darüber nach. Die Straße der Straßen wäre nur noch der Seeweg, also quasi das Meer. Quasi wie ein Flussdelta oder sowas. Was dann quasi ja, ist weit zu weit. Ihr habt es eben schon fast richtig gesagt. Der gute Leif hat es schon fast richtig gesagt. Sag das nochmal. Also Fluss, der in der Stadt fließt. Mit einer Brücke. Mit einer Brücke und einem Tunnel? In Venedig war er. Nein. Pass auf, das war aber kein Fluss durch den Ort oder die Stadt, sondern bei einer Hafenstadt. Es war am Meer. Moment mal, also ist es links eine Straße, rechts eine Straße? Das könnte ja auch unterirdisch, also ein Brunnen oder irgendwie sowas. Es ist eine Straße der Straßen und eine Straße darunter und eine Straße darüber. Ja, das darüber, das macht mir so ein bisschen. Die stimmt. Okay, Straße die Straße darüber. Auf allen Seiten.
ein unterirdischer Fluss? Pass auf. Vielleicht eine Insel. Du bist auf einer Hauptstraße in dem Dorf. Ja, das ist die Straße der Straßen. Dann hast du die Straße darunter, das ist der Fluss. Der liegt ja unterhalb der Straße. Die Straße darüber ist eine Brücke, die sowohl über die Hauptstraße als auch über den Fluss führt. Links und rechts von der Brücke sind natürlich noch mehr Straßen. Genau. Das ist korrekt. Ja. Das ist nicht ganz die Erklärung. Aber es ist korrekt. Ich stehe auf einer Brücke über einen Fluss. Und über mir ist die Himmelsstraße. No. Wow. Okay. Ja. Himmelsstraße, gut. Ah, gut. Den Fluglinienverkehr habe ich jetzt nicht beachtet. Damit habt ihr schon zwei richtig beantwortet. Brücke. Auf jeden Fall sehr interessante Rätsel, die ihr habt. Und er macht noch so wirklich mit Stützreitern. Wie ich es schon sagte, ich liebe Rätsel. Ein letztes noch. Wer ist das, der die Erde umfasst und Wald und Wasser verschlingt? Schlechtes Wetter und den Wind fürchtet er, aber keinen Menschen. Und er sucht Streit mit der Sonne. Der Mond. Der Mond. Mond findest du nicht. Nein. Oh. Warum sollte der Mond schlechtes Wetter fürchten? Oh, das stimmt. Der Na gut, dann sieht man den Fenriswolf. Na, so ein Sonnensturm? Auch der Fenriswolf ist nicht korrekt. Darf ich es bitte nochmal hören? Wer ist das, der die Erde umfasst und Wald und Wasser verschlingt? Schlechtes Wetter und den Wind fürchtet er, aber keinen Menschen. Er sucht Streit mit der Sonne. Klingt irgendwie nach einem Berg. So, er verschlingt Wasser und Wald. Hat Angst vor schlechtem Wetter und Beef mit der Sonne. Nebel. Das ist korrekt. Boah. Nebel, ja. Boah. Sehr schön. Ihr seid aufgeweckte Menschen. Ja. Boah, das hat aber auch wehgetan. Ich hoffe nicht. Ja. Ich den Kopf in den Schnee stecken, um das wieder abzukühlen. Ja. Ich hätte auch ein Rätsel für euch, wenn ihr Rätsel so mögt. Das habe ich in meiner linken Hosentasche. Nein, viel besser. Was kann einen Raum füllen, nimmt aber keinen Platz weg? Darauf gibt es viele Antworten. Die Luft. Nein, in dem Fall nicht. Nein. Das Licht. Genau. Voller Rätsler. Ja gut, die Frage kann ich nicht stellen, weil der... Da steht ja auch ein paar Rätsel, aber ich glaube, die kennt unser Spieleleiter. Er richtet sich langsam auf und stützt sich wieder auf seinen Stock, auf seinen Stab.
Ich habe ein Rätsel, das ihr ganz bestimmt nicht lösen könnt. Oh, oh. Was hat Odin in Balders Ohr geflüstert, bevor er auf den Scheiterhaufen gelegt wurde? Lang lebe der König. Ich bin dein Vater. Deine Mutter. Puh. Er geht so ein bisschen um dieses Lagerfeuer rum. Und schaut euch dabei an. Warte, 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 lass mich überlegen. Ich kenne das, ich habe die ja da gelesen. War das eine kurze Nachricht oder eine lange? Nee, nee, das war jetzt... Ich bin einfach Galgenmännchen, wir kriegen das raus. Ich glaube, das war eine Frage gewesen, aber... Du siehst so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht von diesem alten Mann. Boah, das war eine Frage gewesen. Da frag mich jetzt nicht, welche Frage das war. Die Frage der Fragen. Weil man beide wurde getötet, ich glaube durch... Quatsch, nee, das war die andere Geschichte. Soll ich es wiederholen? Ja, bitte. Was hat Odin in Balders Ohr geflüstert, bevor er auf den Scheiterhaufen gelegt wurde? Schön knusprig, bitte. Nein. Habe ich keine Antwort drauf. Er lächelt. Geht in die Knie und sagt dann, nun meine Freunde, das weiß nur Odin. Und damit greift er in die Glut, holt sich ein paar glühende Kohlestücke heraus, richtet sich auf und fängt an, mit denen zu jonglieren. Und warum auch immer, ihr seid völlig gebannt davon, wie diese Kohlen fliegen, und kriegt die Augen nicht mehr von diesem Schauspiel weg. Und dann hört ihr nur noch die Worte: Der, den ihr sucht, ist die Sonne. Sucht nach der Stadt aus den Legenden, und die Sonne wird euch geleiten. Dort holt die Sonne für mich. Und damit wird es schwarz um eure Augen. Und plötzlich wacht ihr alle in euren Zelten auf. Ihr erinnert euch nicht, was nach der Prophezeiung dieses Wanderers geschehen ist. Und es gibt auch keine weitere Spur von ihm. Ihr wacht einfach nur auf. Ist der alte Mann weg? Ist nicht mehr zu sehen. Was ist mit unseren Rationen? Ich stehe mal auf. Versprochen. Schlag mein Zelt auf. Du siehst neben deinem Zelt einen großen Beutel, in dem für jeden eine Tagesration drin ist. Ah. Oh. Er hat uns nie unseren seinen Namen gesagt, ne? Nein. Komischer Typ. Ich würde auf jeden Fall mal zu den anderen gehen. Ich trete auch langsam aus meinem Zelt raus. Ja. Dito. Ich werfe das mal so in den Raum, aber... Vielleicht weit hergeholt, aber... War das vielleicht Odin? Ich wollte sagen, war das Loki? Das, ja. Auf jeden Fall seltsam, wenn man sich den Sack da vorne anguckt. Den hatte er gestern definitiv nicht dabei. Hm? Irgendwas Seltsames geht hier vor. Ich war schnell shoppen.
Vor allen Dingen will er irgendwas von wegen holt eine Sonne von einer Stadt, wo uns irgendwas hingeleitet. Ich habe nicht zugehört. Ich gebe euch den Text gleich. Ja, seltsamer Typ. Aber zumindest habe ich sehr gut geschlafen. Das stimmt, sehr wohl so. Ihr könnt ja mal einen Wurf auf. Ja. Muss einer von denen. Das wäre theoretisch Asatru, aber das haben wir ja hier nicht. Religion oder Arcana hatten wir, glaube ich, anstatt Asatru gemacht. Ne? Also entweder Religion oder Arcana, was euch da besser gefällt. Hat er jetzt gewürfelt? Nein, hat er nicht. Nein. Ich habe gerade Sekunde nicht aufgepasst, was sollte man machen? Religion oder Arcana. Oder Arcana. Hm. Ja. War ein alter Typ. Bin mir zu 6% sicher. Ja, also Asa. Von dem Auftreten her und von dem, was du halt an Geschichten gehört hast, ist das eher Odin als Loki gewesen. Okay. Wenn es denn einer von den beiden war. Hm. Allerdings passt das Auftreten schon sehr auf Odin, dieses Auftreten dieses alten Wanderers. Oh, vielleicht war es auch einfach nur ein sehr geschickter Geschichtenerzähler, der sich gerne verkleidet. Hör mal, das ist dann aber der große Meister. Wir versuchen noch über glühende Kohlen zu laufen und er jongliert mit den Dingern. Das ist der große Meister. Wo du das gerade sagst und dann vielleicht in Richtung des Lagerfeuers guckst, siehst du, dass da eine Rune eingeritzt worden ist. Also so in die Asche eine Rune rein gezeichnet. Na, die würde ich mir mal angucken. Ja. Würde ich auch tun. Dann mach doch bitte nochmal einen Wurf, diesmal auf Arcana, bitte. Das ist ein A. Meine Würfe werden immer schlechter. Wobei, wenn ich so gucke, könnte es auch ein... Kann das jeder von uns machen? Also ja. Wurden wir darauf hingewiesen, dass da... Kaputtes Fause. Ich gehe mal davon aus, dass Asa euch Bescheid sagt. Ja, ja. Ja, klar. Ja. Live und Fredis, das ist definitiv die Rune Ansus. Ansus? Ansus, also A-N-S-U-Z. Die Rune Ansus ist Odin heilig und sie repräsentiert das Konzept des erweiterten Bewusstseins. Das ist euch erstmal bewusst. Achso, und Asa auch, wie ich sehe. Das hatte ich noch nicht. Noch alles gut. Und dem habe ich noch nicht mal ein Pferd angeboten. Oh Gott. Bin ich jetzt verflucht? Leider ja. Oh, verdammt. Vielleicht hat er auch ein Auge auf dich geworfen. Ja. Achso. Okay. Können wir kurz Pause machen? So, technische Schwierigkeiten wieder aufgehoben. Also, ihr seid morgens am ausgebrannten Feuer. Die Zelte stehen noch und ihr habt über das nachgedacht.
Diese Ansus-Rune ist Odin heilig. Danke, vielleicht war es ein Schauspieler, der sich für Odin ausgibt. Blasphemie. Das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ja, oder ja, nicht unbedingt sich als Odin ausgibt, aber keine Ahnung. Ich glaube, das wird sich keiner wagen. Heutzutage wird man Cosplay sagen. Weil, ganz ehrlich, kannst du dich noch daran erinnern, wie du ins Set gekommen bist? Nein. Das passiert öfter. Ja, aber nicht. Ja, aber wir sind alle schon von der Reise erschöpft und ich glaube nicht, dass wir vorhatten, uns wegzuballern. Ja. An dem Abend. Ich fühle mich auch nicht so, als hätte ich übermäßig ja, aber, oder so. Das stimmt. Ja, aber ja, guck dir mal das arme Feuer an. Haben. Ich habe einen Kater. Aber guck dir mal das arme Feuer an. Das ist total ausgebrannt. Das ist völlig Wahrheit. Und außerdem haben wir am Anfang die Raben gesehen. Ich finde, das ist das naheliegend. Ja, hast du die gesehen oder nur gehört? Gehört. Gehört, gefühlt. Ja. Spürt. Ganz tief drin. Naja, wie dem auch sei. Er hat auf jeden Fall sein Wort gehalten und wir haben jetzt zumindest noch eine Tagesration pro Nase. Ja. Ach stimmt, die muss ich noch eintragen. Und ihr habt noch ungefähr 5 Tage vor euch, das wisst ihr. Ration ein Tag. Ihr wisst allerdings auch, dass ihr, wenn es normal läuft, könntet ihr versuchen, jetzt noch nach Grithir Vordre zu kommen. Das ist die letzte größere Festung auf dem Weg gen Norden. Dafür müsstet ihr allerdings eine gute Tagesreise mehr einplanen, bis ihr dann da seid, weil ihr müsst dann ein gutes Stück nochmal von dem Hauptweg weg. Und ob das was bringt, ist euch nicht bewusst. Also grundsätzlich, die Tagesration braucht ihr euch nicht unbedingt eintragen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr die jetzt an diesem Tag verbrauchen werdet. Ihr packt zusammen. Dann ja, jetzt würde ich sagen, Pferde füttern, Pferde pflegen, Pferde satteln. Ja. Ja. Dann, wohin zieht ihr? Fahrt ihr weiter, genau. Reitet ihr weiter den Weg entlang oder versucht ihr es mit einem Abstecher zu dieser Grithir Vordre? Ja, ich würde sagen, das wird alles überlaufen sein. Ja, und da werden wir auch weniger an Rationen oder sonst irgendwas kriegen. Sondern es ist einfach nur, schätze ich mal, dann ein Weg, der uns aber nichts bringt. Die Frage ist dann, jagen wir jetzt und reiten vielleicht etwas länger oder jagen wir heute Abend? Haben wir einen Rastort. Was sind denn hier theoretisch für Tiere unterwegs? Also ich denke, ich kenne mich ja einigermaßen in den Wäldern aus. Weiß ich, ob die eher nachtaktiv sind oder so, wenn hier irgendwas unterwegs ist. Na gut, es ist natürlich sowieso schon im Winter schwierig, überhaupt irgendwas an Tieren aufzutreiben. Ja. Wenn, dann sind die eher dämmerungsaktiv, so vielleicht mal ein Hirsch oder ein Reh. Vielleicht irgendwo ein Wildschwein, aber das ist halt eher dämmerungsaktiv. Na dann. Und sonst, wenn ihr ganz viel Glück habt, läuft euch vielleicht mal ein Hase über den Weg, aber das wäre schon sehr Zufall. Dann noch lieber Hirsch.
Ich würde tatsächlich dafür die Stadt da, ich glaube nicht, dass wir da so viel Glück haben. Wir können es versuchen, aber ich glaube, in der Stadt haben wir bessere Chancen. Wir sollten in der Dämmerung jagen. Ja, also die Stadt glaube ich eher, glaube ich auch eher weniger, dass sie da Chancen haben werden, weil die werden alle überlaufen sein. Ja, das und die wollen sich selber verpflegen, na, die werden jetzt nicht die Restaurants eröffnet haben für. Je weiter wir nach Norden kommen, desto eher wird die Stadt auch überlaufen sein. Ich bin auch flexibel, während... aber nicht, dass es dann am Ende wieder heißt, ach ja, hätten wir mal auf den Torwart gehört. Der hält ja sonst immer alles richtig. Aber nie die Klappe. Ja, hast ein Problem damit. Solange er die Bälle hält, ist alles gut. Ich kram mal so am Lendenschutz rum. Ja, die habe ich. Während ihr weiter gen Norden reitet, merkt ihr auch, dass es heute schon wieder noch mal ein bisschen kälter geworden ist und gefühlt ist der Schnee auch wieder mehr geworden um euch herum. Boah. Mach mal die Heizung an, scheiß Erderwärmung am Arsch. Ihr könnt mal einen Überlebenskunstwurf machen, bitte. Nee, stimmt nicht. Zuerst mal einen Konstitutionswurf. Konstitution. Scheiße. Nicht so gut. Also Rettungswürfe nee, quasi. Ich? Achso, auf Con. Entschuldigung. Ja. Saving throws of Con. Entschuldigung. Ach, Saving? Ach, ich hab jetzt auf normal Konstitution, Moment. Ach so. Oh. Ah, nee, hab ich doch richtig gedrückt. Okay. Bin trotzdem also, einverstanden. Ich nicht. lasst mich kurz nachgucken. Also, das Wetter, das ist schön. Ein Schneemann zu bauen ist wunderbar. Naja. So. Also. Grimwald, Live und auch Dell, euch geht's ziemlich gut. Es ist zwar unangenehm, aber ihr haltet das schon aus. Fredes, das ist schon wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Allerdings Elsa und Torwart, euch macht das Ganze wirklich zu schaffen hier, diese Reise und dieses Wetter, und ihr kriegt eine Erschöpfungsstufe dazu. Wo trage ich die ein? Du müsstest... Moment, lass mich kurz in den Bogen gucken. Oben bei Conditions, wenn du da drauf drückst, da müsstest du eine... Genau, ganz unten dann Exhaustion und dann die nächste Stufe quasi, die du hast. Oh je. Kurze Frage. Ja. Die Hitpoints, füllen die sich wieder auf? Wir haben ja jetzt auch sehr gut geschlafen. Naja, so gut habt ihr nicht geschlafen. Och. Ihr habt zwar geschlafen, aber nicht so gut. Allerdings die Hitpoints, ihr habt einen Hitpoint-Wurf, ja. Das heißt, ihr könnt einmal einen Heal würfeln. TP-Wurf machen. TP-Wurf. Ja, das ist quasi je nachdem, was ihr für eine Klasse seid. Ich gucke gerade auch, wo man das würfeln kann in dem Bogen. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich gar keinen für, wenn ich das so sehe. Aber es dürfte wahrscheinlich ein D8 sein bei den meisten von euch. Was ist denn, wenn man auf Long Rest drückt? Ja, das ist nur für den Bogen zu resetten. Dann habt ihr so eure Zauber wieder und sowas. Ah, okay. Ja, das müsste man ja dann theoretisch auch haben, wenn wir gekämpft hatten.
Ja. Aber ihr hattet halt keine wirklich gute Rast. Das ist halt das Problem, was ihr gerade habt. Also ein D8 einfach. Ja. Würfelt mal ein D8, dann könnt ihr euch das zumindest gut schreiben bei eurem TP. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt überhaupt was verloren. Ich wollte gerade sagen, den würde ich mir im Würfel kneifen, weil ich habe nur einen Trefferpunkt verloren und einen sollte ich auf jeden Fall schmeißen. Ja. Das. Nee. Ja. Der geht einfach in Flammen auf der Würfel. Das traue ich dem Würfel zu. Ja. Ja, und so reitet ihr weiter und kommt an diese Abbiegung, die ihr nehmen müsstet, um zu dieser, naja, zu der Festung zu gelangen. Aber ihr reitet weiter, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ja? Ja. Jawohl. Dann wird es irgendwann langsam dunkel und ihr müsst nach einem Lagerplatz Ausschau halten. Und ja, wie macht ihr das und wer möchte sich um Verpflegung kümmern? Wer baut das Lager auf? Ich baue das Lager auf. Wir bauen das Lager auf. Ja, gut. Dann ja. Geht der Rest jagen. Ja. Ich bin. Und Feuerholz sammeln und sowas. Ich nehme Feuerholz. Ja. Ja, wollte ich auch sagen, weil ich bin überlebt wahrscheinlich. Oh, da habe ich. Über was? So. Auf was müsste ich denn würfeln, um zu jagen? Überlebenskunst. Es ist egal was, das ist alles Überlebenskunst. Also es ist einfach nur, wer macht das. Ach so. Ah ja, okay. Dann gehe ich jagen. Ja, ich auch. Zelte bauen kann ich. Bevor ich also ausheben. Survival, ne? Ja. Ich muss mich noch an Englisch gewöhnen hier. Dann versuche ich mich auch wirklich mal am Jagen. Also, wer hat jetzt was gemacht, bevor wir hier würfeln? Och. Holz. Ich habe hier Jagen. Ich baue offensichtlich keine Zelte auf. Okay, wenn der Thor alleine Holz sammeln geht, dann gehe ich auch noch Holz sammeln. Okay. Also, jetzt liegen da nachher nur ein paar Schlafsäcke, ne? Wenn überhaupt. Wow. Würfelglück. Wir sind in einem verschissenen Wald. Wie schwer kann es sein, Holz zu finden? Also gejagt haben Freydis und Elsa, ja? Ja. Okay. Wir machen das wahrscheinlich am besten, ne? Gott sei Dank. Wir werden nicht verhungern, aber erfrieren. Ja. Ja, der Torwart hat besser gewürfelt als ich. Also Torwart und Grimwald. Ihr kommt mit ein bisschen Feuerholz zurück. Torwart hat da ein besseres Auge für gehabt, hat geeigneteres Holz gefunden als Grimwald. Aber das sollte zumindest für die Nacht ausreichen. Ihr kommt zurück, die Zelte stehen soweit. Echt? Die Zelte haben wir hochgekriegt, ja. Die Zelte stehen, die Felle sind eingelagert, ja, kein Problem. Der Bereich für das Feuer wirklich zu machen, hätte man vielleicht vorher von Schnee befreien sollen, das müsst ihr jetzt noch tun. Während dann Freydis und Aesir mit einem kleinen Wildschwein zurückkommen. Ein Frischling. Nee, also kein Frischling, aber noch ein relativ kleines Wildschwein. Allerdings auch mit einigen Beeren, die sie gesammelt haben. Und so könnt ihr eine ganz gute Mahlzeit daraus basteln. Habt ihr kein Pfefferminz gefunden? Lecker Pfefferminzsoße zu dem Wildschwein. Preiselbeeren. Wildschwein gekochte Pfefferminzsoße. Da siehst du es.
das Wildschweine-Update. Wer macht denn schon Soße an sein Fleisch? Zora, du bist ein bisschen leise. Es tut mir sehr leid. Ist okay. Ich so besser. Ja. Ah, musst du so brüllen? Oh, meine Ohren. Ja, dann. Ich würde mein Zelt bitte überprüfen wollen. Weil? Ja, nicht, dass es nachher abreißt, während ich schlafe. Oh ja, gut, die Zelte sehen ganz gut aus. Ach so, gut. Mein Bruder hat damit gemischt, ich weiß es nicht. Der hat bestimmt irgendwie ein Furzkissen unter dem Matratze liegt. Kenn den schon. Letztens beim Zelten habe ich den Hammer halt nicht gefunden. Er war noch in der Satteltasche. Ich habe gedacht, ich hätte ihn vergessen. Den Hering halt so reingedrückt. Ja. Schwierig, den in den Boden zu kriegen, so aus der Dose. Ja. Hm. Ja, das hat zum Glück war er kalt genug, also waren die gefroren. Ja. Ich denke mal, dass Odin uns überhaupt besucht hat. Meine Güte. Die einzigen Fische, die campen gehen, Zeltheringe. Ja. Wunderbar. Ja, und so verbringt ihr den Abend gut zusammen. Das Feuer wärmt euch. Ja, zwischendurch, wenn ihr mal so eins von den Hölzern, die Grimwald mitgebracht hat, da reinschmeißt, dann fängt das doch ein bisschen stark an zu qualmen. Die waren noch nicht so ganz gut. Aber Holz zu finden im Wald ist nicht das Problem. Trockenes Holz zu finden ist das Problem. Genau, insbesondere wenn es schneit. Und das Holz brennt. Ihr habt nur eine relativ starke Rauchentwicklung. Was euch vielleicht aus... Moskitos fern. Ja, ich glaube, da werden kaum noch welche hier sein. Was euch dann vielleicht von Weitem sichtbar machen würde, aber bei diesem ganzen Schneesturm, der hier herrscht, ist das sowieso kein Ding, dass man hier sonderlich weit gucken könnte. Und das Mahl, das ihr euch zubereitet, ist durchaus nahrhaft. Da haben Freydis und Aesir richtig ordentlich zugelangt und wer noch leichte Wunden hat, der kann sich einen HP wieder zurückgeben. Ach schön. Das finde ich gut. Das war so lecker. Ja. Hast du was? Meine ganze Erschöpfung ist vollflogen, oder? Und dann kommt jetzt die Frage, wer macht die Nachtwache? Ich würde gern die letzte machen. Ich die erste. Wiederhole noch einmal die letzte. Ich die erste. Ich mache auch die letzte mit. Dann mache ich die erste mit. Ja, dann nehme ich, das Frühstück. Gut. Nee, dann mache ich die mittlere Wache. Frühstück ist schon weg, Hammer. Ja, das muss die mittlere machen. Nein, ich schlafe durch bis zum Frühstück und dann. Ja. Gibt nichts. Denkst du? Ich mach dich persönlich, persönlich wach. Na denn, gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Nacht zusammen. Ja, gute Nacht. Kuschel mich in mein Fell und in die Bettrolle. Muckelig. Also dann, die erste Wache macht wer? Ich. Und ich. Gut, Aesir und Grimwald. Mhm. Wie erwartet, passiert nicht viel. Bei dem Wetter ist kaum irgendwas unterwegs. Ihr hört ab und zu mal ein bisschen weit entfernt vielleicht irgendein Tier durch den Wald streichen, aber nichts, was euch nur ansatzweise nahe kommen würde. Und ansonsten Menschen oder sowas sind sowieso nicht unterwegs bei dem Wetter und schon gar nicht nachts.
wie zwei Wildschweine am Rand, kickte das an, den Edgar um zu essen und dann noch nicht mal zu Ende essen. Die Menschen. Und dann geht eure Schicht schon zu Ende. Ja, ich würde meine Drohung wahr machen und Torwart aufwecken. Ja, ich würde Dell aufwecken. Ich hab doch gar keinen Wegdienst bestellt, Junge. Bis dran. Mit der Schicht. Es ist schon soweit. Ist jetzt nichts passiert. Ja, leider ja. Das finde ich ganz schön Mittelalter. Na gut. Das hast du gesagt. Ja, na gut. Hast du was? Hast du Lust, was zu spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Schleim bedeckt. Mal in der Rhein. Ich hoffe, ich da meinen. Also, nee, was viel Erfolg. Du nicht siehst, und das ist ziemlich eklig. Mal in der Rhein. Dell und Torwart. Ja. Auch bei euch verläuft die Nacht so weitgehend ruhig. Zwischendurch habt ihr mal das Gefühl, dass da vielleicht wahrscheinlich ein Wildschwein irgendwo bei euch in der Nähe ist, aber mehr auch nicht. Aesa und Freydis. Ihr bemerkt plötzlich, dass irgendetwas in euer Gesicht tropft. Es ist eiskalt. Was denn? Die Zelte stehen noch. Wo ist das Weihwasser? Ja, die Zelte stehen tatsächlich, aber irgendwie ist da so, ja, wie auch immer die zwei das geschafft haben beim Aufbauen von den Zelten, der Schnee, der auf das Zelt tropft und oder schneit und dann da liegen bleibt, da irgendwo sammelt sich das und tropft gerade genau in euer Gesicht. Nein. Ich versuche mich da so ein bisschen so drum herzuwinden, dass es nicht genau mein Gesicht tropft. Genau. Ja, genau. Das Moskito-Netz ist halt schon aufgebaut, deswegen. Die Moskitos sind alle drin. Ja. Ja, ihr ruckt so ein bisschen zur Seite und habt aber jetzt das Problem, dass erstens wisst ihr das und zweitens hört ihr das jetzt. Die ganze Zeit macht das plopp, 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 plopp. Und das ist jetzt euer Problem. Ihr schafft es bei diesem blöden Tropfen nicht, eine wirklich erholsame Nacht zu kriegen. Darf ich, wenn ich das Tropfen bemerke und das Rüberrutschen nicht wirklich hilft, dann einfach bei Dell in das Zelt gehe und dann einfach seinen Schlafsack benutze? Kannst du tun? Dann würde ich das tun. Dell, du siehst, dass irgendwann Aesa aus ihrem Zelt geklettert wird und in dein Zelt geht. Kick mal, die ist schon wach, der kann schlafen gehen. Torwart sieht das natürlich auch. Ah, die nächste Schicht ist dran. Gute Nacht. Und dann so, während ich dann so in das Zelt gehe, sie haben eine Aufgabe. Sie hatten nur eine Aufgabe zu tun. Stellt die Zelte auf. Was? Die Zelte stehen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du schläfst live. Wenigstens ist mein Bett dann schon warm. Ja. Ja, und dann ist eure Schicht auch vorbei, Torwart und Dell. Trifft sich ja. Wer hatte jetzt die Frühschicht noch? Live und Schwester.
redest. Ja. Da ich ja dann eh schon wach bin, würde ich halt aufstehen, mir einen Schneeball zusammen, richtig schön fest zusammenpressen. Und dann halt den Leif voll ins Gesicht klatschen, wenn dann halt eh die Schicht dran ist. Okay. Ja, und Fred ist angucken, sag mal, warst du schon am Bach dich waschen oder warum bist du so durchgewischt? Ach, ich dachte, Eisbaden soll gesund sein. Danke, guten Morgen. Ja, danke gleichfalls. Ja. Was denn? Ich würde in mein Zelt gehen. Ist dein Zelt zusammengekracht? Steht doch noch, ist doch stabil. Was hast du denn? Stabil. Ja, steht doch. Das hat Live aufgebaut. Da bin ich mir sicher. Ja, was macht Dell? Ich nehme an, Torwart geht ins Bett. Ja. Ja, ich gehe auch ins Bett. Da liegt Esa in deinem Zelt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Rausschmeißen oder ankuscheln ist da die Frage. Stelle ich mich einfach daneben. Ja. Und der am nächsten Morgen da klein ist, war es für dich auch so schlecht wie für mich. Ich kann so schlecht Frühstück machen, das musst du ausprobieren. Ist das ein Eiszapfen in deiner Hose oder freust du dich, mich zu sehen? Ja, Esa, oh, du merkst Gott. Natürlich, dass zwischendurch irgendwer wahrscheinlich, Dell, sich neben dich legt. Ich bin so müde. Alles gut. Okay. Prima. Ich kann nicht in dem anderen Zelt schlafen, das ist zu kurz. Ich habe ein extra langes Zelt. Ja, ist ja schon frisch hier so, ne? Morgens früh. Ist noch dunkel. Hast du gut geschlafen? Ja, mega. Bis es dann ein bisschen nass wurde. Wie nass? Bist du inkontinent, ach du Ärmste. Ja, das liegt in der Familie. Warum schläfst du? Ja, weil es ein bisschen reingetropft hat. Wie? Von wie? Hä? Wie funktioniert das denn? War wohl nicht ganz so gut aufgebaut. Oh. Nicht ganz so stabil wie angekündigt. Muss ich das vielleicht noch mal ein bisschen üben, was? Ah, morgen baue ich das Zelt wieder auf und dann gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Besonders bei deinem. Das will ich hoffen. Ja, wäre sonst blöd. Muss ich nicht ausruhen, wird nicht warm. Die Sonne kommt langsam zum Vorschein. Und ihr könnt alle eine Long Rest machen. Allerdings Fredis und Esa. Mhm. Ihr konntet halt nicht wirklich gut schlafen und habt deswegen auch wieder eine Erschöpfungsstufe mehr. Noch eine mehr. Mhm. Ja, bin ich auch schon kurz brauchen. Conditions Level 2. Du sagst entsprechend Long Rest. Hier im Bogen ist jetzt dann aber ohne Recover von Exhaustion. Richtig, genau. Okay. Ja, schade. Recover. Das ist einfach, das Wetter hat halt seinen Preis. Ist jetzt hat Glück. Jupp. B in Wikinger steht für Winter.
Die zittern ja auch nicht, die ärgern sich, dass es nicht noch kälter ist. Das ist richtig, die zittern vor Wut. Ja. Und dann reist ihr weiter. Wie weit mag das noch sein? Ja, ein bisschen habt ihr noch. Und der nächste Tag verläuft so weitgehend ereignislos. Macht mal bitte alle einen Survival-Check und danach, oder ihr macht erstmal den Survival-Check. Survival oder Konstitution? Nee, erstmal Survival. Survival. I'm a survivor. I'm a not survivor. Ja, das sieht nicht so aus. Torwart reißt es so ein bisschen raus, aber boah, das war jetzt ein wirklich anstrengender Tag. Es ist zwar nichts passiert, aber es ist noch mal kälter geworden. Ihr habt so gut wie nichts zu jagen. Also ihr habt nichts jagen können. Ihr habt ein paar Bären aufsammeln können, die ihr euch zu Gemüte führt. Aber so wirklich satt seid ihr nicht. Für die Nacht, die Zelte sind halbwegs vernünftig aufgebaut. Aber der Wind ist so stark, da pfeift es wirklich durch. Ihr müsst euch richtig in eure Schlafsäcke einmümmeln. Das Feuer brennt auch nur so halb vernünftig. Da muss ständig nachgelegt werden, weil der Wind langsam so stark ist heute. Und da hätte ich gerne einen Konstitutionswurf von euch. Ein Konstitutions-Safe. Und zwar über die 15, bitte. Oh, nicht so. Ah. Ah. Nee. Diesmal nicht. Ja, der einen Hälfte von euch, die haben sich noch ganz gut gegen diese Kälte und den Wind schützen können. Die andere Hälfte kriegt wieder eine Stufe Exhaustion. Ach, jetzt habt euch doch mal nicht so ein bisschen Wind. Wo war das noch? Oben auf der rechten Seite ist ein Ding Conditions. Wenn du da draufklickst, dann kannst du da ganz unten in dem Menü die Stufe Erschöpfung einstellen. Okay. Und so merkt ihr langsam alle, dass es wirklich anstrengend ist, hier durchzukommen. Aber ihr wisst auch, es ist nicht mehr so weit. Noch 3 Tage, dann habt ihr es geschafft und solltet ihr oben an der Dannewacht ankommen. Und während der nächsten Tagesreise seht ihr ein bisschen abseits vom Weg, aber durchaus auch durch den Sturm sichtbar, ein Haus stehen. Ja. Ihr seht auch so eine leichte Beleuchtung von innen, also da sind wahrscheinlich ein paar Kerzen an, aber es ist halt tagsüber, von daher ist da jetzt nicht groß Feuer oder sowas. Ein Großfeuer. Ein großes Feuer, nur halt, ihr seht, dass da wahrscheinlich irgendwer da ist. Oder vielleicht ist auch einfach nur irgendwo ein Kamin an, um es warm zu machen, aber es ist halt keine helle Beleuchtung, denn es ist halt mitten am Tag. Hm. Ja. Na, das wird aber was Schönes so. Für zwischendurch. Wobei, ja, so mitten am Tag ist es nicht mehr ganz. Es wird langsam dunkel, sagen wir mal so. Ja. Vielleicht sollten wir tatsächlich fragen, ob wir einkehren können. Ich glaube, so eine richtige Nachtruhe würde uns allen gut tun. Ja. Wir können es mal probieren, aber mehr als nein sagen können sie nicht. Ja, ist richtig. Und wenn sie rein, dann schmeißen sie raus. Na, das. Mit ein bisschen Glück sind es Franken. Ich habe gehört, die haben irgendwie ihr eigenes Reich. Das heißt, ihr geht so vom Weg ab und macht euch dann zu der Hütte auf? Ja. Ja, so eine Hütte ist immer ganz. Wird immer ganz schön. Dann mal im Trockenen zu schlafen.
Dann seid ihr noch ein bisschen unterwegs und tatsächlich wird es dann erstaunlich schnell dunkel. Und wieso kann ich euch jetzt nicht darüber schieben? So, jetzt habe ich's. Ah. Wo? Zoom to fit. Ah, da sind wir. Und jetzt frage ich mich, warum ich nichts sehen kann. Sekunde. So. Ja. Also, ihr seht vor euch diese Hütte. Es ist, wie gesagt, langsam etwas dunkler geworden. Und ja, ihr könnt so halb durch diese Fenster reinschauen und seht da einen Tisch, an dem offensichtlich Leute sitzen. Die Türe, die ihr seitlich sehen könnt, scheint fest verschlossen. Und sonst drumherum könnt ihr nicht viel erstmal sehen auf Anhieb. Es ist halt alles verschneit. Da steht so eine Karre vor der Tür, die leer ist, oder so ein Schlitten. Wahrscheinlich ein Hundeschlitten. Oder auch einfach so. Ein Transportschlitten und ja. Sonst seht ihr erstmal nichts. Sollen wir mal hingehen und klopfen? Ja, war auch meine Idee gewesen. Einfach so, fum, aufmachen, Drogenwarnung. Hallo? Ich würde auf dem normalen, ja genau, auf dem Weg dahin gehen. Jo. Ja. Ich würde da mal anklopfen. Gott sei Dank sehen wir alle vertrauenserweckend aus. Ja. Und so mit totalem Psychoblick durch das Fenster durchschauen und dann immer so den Atem in die Scheibe schlagen lassen. Gottes Willen. Die armen Franken. Also ihr steht vor der Türe und klopft. Ja. Ihr hört von innen deutlich Schritte zur Tür kommen. Und dann eine männliche Stimme. Verschwindet. Oh. Nein. Ich würde sagen, es ist aber nicht sehr nett. Frierenden Einlass verwehren. Wir werden die Tür nicht aufmachen, da sind Dämonen draußen. Macht, dass ihr wegkommt. Wir sind Wir sind Dämonenjäger. Wir sind die Winchesters, öffnen Sie die Tür, wir haben Pudding. Pudding! Er ist dämlich. Wir sind auch auf der Flucht vor diesen Dämonen. Dann flieht weiter. Das ist, wow. Ah. Flieh weiter. Wie herzlos kann man sein? Sollen wir vors Fenster kommen? Da könnt ihr sehen, dass wir keine Dämonen sind. Ich sag doch, wir hätten sie. Natürlich seid ihr keine Dämonen. Wir haben den einen mit dem einen schon genug Probleme und ihr seht nicht aus wie Dämonen, aber wer weiß, was ihr sonst für Leute seid. Geht einfach weiter. Was für ein Dämon? Vielleicht können wir ja helfen. Nachdem wir ausgeschlafen sind und wieder voller Kraft. Der hier jede Nacht auftaucht und unsere Vorräte zerstört. Ach ja. Klingt doch Franken. Wenn wir euch dabei helfen, diesen Dämon zu vertreiben oder den, wer auch immer das ist, dürfen wir dann bitte rein. Wenn ihr den Dämon vernichtet, dann könnt ihr hier übernachten, ja. Sehr gut. Wir bräuchten aber vielleicht etwas, noch ein bisschen Wärme. Kurz reinkommen. Ein Hinweis? Wann? Wo? Wie? Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Es kommt nachts, wir hören es jede Nacht und. Das ist ja waschbar wieder. Es kommt hinter nachts, dem Haus. Wenn wir es vernichtet haben, dürfen wir übernachten. Hinter dem Haus. Selber einen Fehler, ne? Hinter dem Haus ist unser Vorratslager und das wird jedes Mal zerstört. Vorratslager? Da passen wir drauf auf. Ja. Habt keine Sorgen, wir kümmern uns darum. Wir machen das. Leute, der will uns nur ausnutzen. Wir sollten. Der fliegt nachts und der will uns dann übernachten lassen. Wir kümmern uns um das Vorratslager.
Psst, ja. Bleibt schön bei euch da sitzen. Wir machen das. Wir machen auch nur ein kleines Feuer an. Vorratslager. Dürfen wir draußen ein Feuer anmachen? Da ist die Außenseite vom Kamin. Also ich würde sagen, wir warten da. Das ist bestimmt warm. Ja. Ja, also da an diesem Kamin ist es zumindest ein bisschen wärmer. Ja, das stimmt. Und daneben seht ihr halt so einen Schuppen. Ah, das ist die Vorratskammer. So einen grob zusammengezimmerten Schuppen, der auch keine Türe hat. Beziehungsweise der hatte wahrscheinlich mal eine Türe, die liegt allerdings in Trümmern im Eingang. Und ihr seht einige zerrissene Säcke, wo Getreide auf dem Boden verteilt ist, das schon langsam anfängt zu schimmeln. Ihr seht einige zerstörte Kisten. Komisch. Und Regale. Kann man irgendwelche Spuren sehen oder sowas? Mach mal einen Survival-Wurf. I'm a survivor. Survival wieder, okay. Mach mal mit Survival. Oh. Mach auch mit. Schnee. Ich setze mich jetzt einfach in die Ecke. Ja. Also ihr schaut euch alles das an, alle das an, ja? Ja. Alles klar. Ich würde tatsächlich mal so mit traurigem Dackelblick durch dieses Fenster starren, in der Hoffnung, dass eine von den beiden Weibern da Mitleid mit uns kriegt. So. Wenn du das tust, schreien die safe. Deutet zuerst das kleine Mädel, also das am Tisch sitzt in der Mitte, auf das Fenster, durch das du schaust, und verkriecht dich unterm Tisch. Während die andere, das ist. Na, Judith hat Angst vor Dämonen, ne? Das soll man nicht mit Spaßen, habe ich gehört. Während die andere ältere Tochter offensichtlich auch dann in die Richtung schaut und etwas verwirrt guckt. Die Gardine zu ziehen. Und dann der Mann zu dem Fenster kommt und Geste macht von wegen verschwinde, also so die Hand winkt. Du siehst allerdings auch, dass vor dem Kamin ein relativ großer Hund liegt. So zusammengerollt, der sich da gerade wärmt. Ja, toll, der Hund kriegt eine Heizdecke. Ja, komm doch wieder zum Kamin. Hier ist es gar nicht so kalt. Ja, Hund, der hat ein schönes dickes Fell. Ich finde das schon sehr komisch, ne? Ja, diese Vorratskammer, sag ich jetzt mal, wird die ganze Zeit überfallen, anstatt dass sie die Vorräte dann drinnen lagern. Nein. Ja, also ja, das, was ihr halt jetzt seht, ist, dass die offensichtlich die Vorräte, die sie noch haben, nach drinnen verlagert haben. Aber das, was hier halt zertrümmert ist, das konnten sie halt nicht mehr retten. Dell, keine Ahnung, ja, überall Verwüstung, überall Spuren. Aber was auch immer das war. Grimwald, du bist der fast sicher, dass das, naja, zumindest keine koordinierte Zerstörung war. Leif und Freydis, ihr entdeckt tatsächlich Spuren von Hufen. So Paarhufe. Okay. Asa. Ich möchte nicht darüber reden. Du siehst natürlich auch diese Hufe und dann siehst du auch noch so ein paar Kratzspuren an einem Balken und natürlich, das muss ein Dämon sein und du hast davon gehört, das ist dieser eine komische Dämon, der immer wieder auftaucht und Bauernhöfe überfällt und der ist unglaublich gefährlich. Ja, also furchtbar, seht ihr die Kratzer, die haben recht, das sind Dämonen. Ohne. Jetzt sind wir aus Sicher, es ist kein.
Wer schlägt mich von euch bewusstlos? Naja, ich würde dir zumindest die deutlichen Paarhuferspuren zeigen, sagen, das sind eindeutig keine Dämonen, das ist ein Tier. Allerdings, Freydis, das sind schon ziemlich große Spuren. Von einem ziemlich großen Tier sind diese Spuren. Sag mal, so ein ausgewachsenes, großes Wildschwein, da wären die vielleicht halb so groß. Ah. Oh. Okay. Bei den Kratzspuren kann man da erkennen, ob die jetzt halt von Klauen sind oder halt von irgendwas, ich sag jetzt mal mechanischem, also Messer, tralala, Axt. Mach mal einen Survival-Wurf. Bestimmt. Nebenbei, Grimwald, wie hoch ist dein Wert in Survival, weil du hast eben Stealth gewürfelt? Ach, okay. Macht nichts, sag mir nur mal den Wert, weil das ist dann die 13 plus was auch immer du drin hast. Plus 1. Okay, dann haben wir auch 14. Okay, dann kommt da nicht viel anderes bei rum. Okay. Ja, Torwart, du guckst dir die Kratzer an und würdest sagen, ja, das sieht mehr nach Hauern aus. Hauern. Allerdings auch da wieder, das könnte auch ein großer Zweihandhammer gewesen sein. Also entweder halt ist hier ein verdammt großes Wildschwein unterwegs und wir haben für die nächsten drei Tage ausgesorgt, oder das war ein Hammer. Acer, natürlich, dieser Dämon, der trägt immer einen großen Hammer. Ja, ich hab's euch doch gesagt, das ist der Dämon, das ist der Dämon. Der hat immer einen Hammer dabei, wisst du dir das nicht? Das kann nicht, das kann kein Dämon gewesen sein, den habe ich letztens erst getroffen, der ist auf Urlaub in Ägypten. Ägypten? Meinst du, wo ist das denn? Ägyptisch. Bist du dir sicher? Genau, ägyptisch. Sure. Bist du dir ganz sicher? Ja. Den habe ich letztens erst zusammen mit Lucifer und Floki und Tralala gesehen. Wir sollten uns auf die Lauer legen. Ich glaube nicht, dass das ein Tier war und ich glaube nicht, dass das ein Dämon war. Nee, wahrscheinlich irgendwelche Wegelagerer, die sich denken, oh, guck mal, hier gibt's was zu essen und die machen Geräusche und holen sich das. Vielleicht die gleiche Truppe von letztens. Das wäre lustig. Ungesund. Na dann würde ich mich mal hier in den Kamin fletzen. Der ist ein bisschen wärmer. Und dann warten wir eine gepflegte Runde, was? Ja. Ich dürfte mich da mit so einem Kreuz hinsetzen. Wie, wo hast du das denn her? Ich würde mich daneben setzen und anfangen zu singen. Auf der Lauer sitzt der kleine Torwart. Ich würde ihn bewusstlos schlagen. Ich würde ein wenig vor mich hin singen. Ja, wir werden wahrscheinlich keinen hier anlocken. Ja, pass wenn auf wir jetzt hier singen und Musik machen und sonst was. Oh, das stimmt, hast du recht. Und sonst fängt es noch an zu regnen. Na gut, dann. Gibt's hier denn irgendwie, also in der Nähe des Kamins irgendwas, wo man sich gut auf die Lauer legen könnte? Also jetzt noch hier so halb an dieser Hütte da versteckt oder so? Wir können auch so eine Plane oder sowas über uns also legen. Also direkt am Kamin ist schwierig, sich zu verstecken. Man könnte sich halt da so zwischen Kamin und dieser Hütte ein bisschen was verbergen. Ich kann einfach mit dem Loch in die Hütte reingehen. Stimmt. Könntest du tun, ja. Und ansonsten auf der anderen Seite sind halt so einige Bäume und Büsche, wo man sich auch gut verstecken könnte. Ich sitze im Busch. Ja. Geh ich mal hier hin. Gut, ja, dann würde ich auch in einen Busch gehen. Ja. Und dann hört ihr irgendwann so ein seltsames Geräusch, so ein. Das kommt von Süden. Ja, das ist schon mal gut.
Nach wie in die Süde. Hä? Jo, was gibt? Und hinterher. Und dann seht ihr aus dem Wald heraus ein wirklich riesiges, gigantisches Schwein. Lecker. Das ist ungefähr doppelt so groß wie das normale Wildschwein, das ihr kennt, selbst wenn die ausgewachsen sind. Allerdings seht ihr auch, dass das richtig rote, blutige Augen hat und ein wirklich, sehr unappetitlicher, Schaum und Schleim, der sich aus dem Mund bildet, also aus dem Maul rausgeifert. Okoto, bist du das? Ja, ich wollte schon sagen, Torwart, deine Mutter ist da. Und es geht halt auf dieses Lager zu. Klingt doch wieder Okoto hier von Prinzessin Mononoke. Also wenn wir das hier erlegen, dann haben die Leute hier genug zu essen und wir haben genug zu essen und wir haben was schön Warmes zu schlafen. Ich würde schon mal einen Speer rausgraben. Wer will das essen? Das hat doch Vollwut oder sowas. Ach, lang genug gekocht. Uah. Ja, wenn du es nicht willst, selbst schuld. Was nehmen wir da? Stimmt, die Axt hatte ich ja wert. So. Dann nehme ich mal meine beiden Handdeckste. Ich packe mein Langschwert aus. Ach, doch nicht in der Öffentlichkeit. So. Ich würde aus dem Gebüsch raus den Speer werfen. Wenn keiner was dagegen hat. Wir werfen sie ihr Speer aus dem Gebüsch. Ja, ich würde auch mit dem, aber erst wenn der ein bisschen näher dran ist, wa? Obwohl, ja, der kommt dann von ganz alleine, nicht. Keine Sorge. Ja, dann. Er ist sehr entgegenkommen. Ja. Dann probiere ich das einfach mal. Ich würde den Dann mach mal, bevor du das tun möchtest, einen Stealth-Check bitte. Stealth? Ja, dass dich das nicht bemerkt, während du mit dem Speer hantierst. Ach da. Hier. Ich bin ein sehr nicht unauffälliger Speerhandierer. Ja, prima. Das passt. Das scheint seine Konzentration gerade im Moment noch auf diesen Schuppen gelenkt zu haben. Dann würde ich werfen wollen. Mhm. Und wie ist das? Ich kann einfach. Ja. Hopp. Wobei. Der Speer trifft. Oh. Er fliegt und trifft. Besser als nix. Und ich habe vergessen, die ETP einzutragen. Sekunde. Mhm. Eins. Unwahrscheinlich? Ja, recht unwahrscheinlich, das stimmt. Also, der Speer trifft. Würfelt mal Initiative. Vergesst nicht, eure Token anzuklicken. Token, so. Achso, Moment. Wartet. Okay. Ich habe wieder vergessen, wir hatten sie gelöscht. Okay. Wunderbar, okay, ja, dann hatte ich sie schon gelöscht, die Runden. Oh ja, Rundenzähler. Okay, gut. Das ist ein Scheiß. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand schlecht ist. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. 3, 4, 5. Nö. Ja, also der Speer kommt geflogen. Und trifft dieses gigantische Wesen, das da gerade in den Schuppen reingehen will,
in die Flanke. Das dreht sich in eure Richtung und schnaubt einmal kurz mit so einem. Und schaut sich dann um. Und ja, dann darf allerdings zuerst mal Acer etwas tun. Ja, ich würde dann einfach mal den Chromatic Orb von mir auf den casten wollen. Mhm. Was nehme ich denn? Was hilft bei dem Lightning? Poison? Das hat Fell. Hat es Fell? Ja. Halt ein riesiges Schwein. Gut, nachher brennt dann noch die Hütte und dann die ganzen Vorräte. Ja, das wenigstens war. Ja, dann ist wenigstens warm, aber trotzdem. Ja, hau mal raus. Wie sieht das denn aus? Was ist Azi? Das ist Säure. Acid. Azi? Ja, okay. Fair genug. Wir wollen das anschließend noch essen. Dann Lightning, das ist schon durchgebraten. Lightning. Ich glaube, es macht am ehesten Sinn, wirklich Panda oder Lightning zu nehmen, damit die Hütte nicht auch anfängt zu brennen da. Dann mach mal. Lightning kann auch eine Hütte in Brand setzen. Lass sie doch. Hey, ich würde das gleich benutzen, von daher. Das ist ein ziemlich guter Wurf. Ja, beschreib mal, wie das aussieht, was du da tust. Ja, immer noch mit meiner Überzeugung, dass das ja der Dämon ist. Bin ich übermotiviert, dieses Vieh zu erledigen. Erlegen, Entschuldigung. Und hole halt die stärkste Attacke, die ich bis jetzt habe, aus und knall die ihm sofort gegen den Kopf. Und wie sieht die aus? Ja, ich glaube, das ist so eine Kugel, die ich dann quasi eben so drehe und dann entgegenschieße. Quasi. Diese Kugel geflogen und trifft diesen gigantischen Eber wahrscheinlich. Dieses riesige Schwein und schlägt ein, der zuckt kurz auf und setzt dann wieder einen Fuß und ja, das sieht beinahe so aus, als würde er ansetzen, jetzt irgendwohin lossprinten zu wollen. Er macht sich bereit. Was macht denn live? Aber, Entschuldigung, wenn ich noch kurz frage, hat ihn das jetzt was ausgemacht? Also hat ihn das getroffen? Oder? Ja, getroffen hat ihn das auf jeden Fall. Okay. Da hätte ja sein können, dass er dagegen immun ist oder so. So, die Blitze zucken quasi um ihn rum. Und das hat ihn halt wirklich so in seiner Bewegung ein wenig eingeschränkt. Okay. Ja, ich würde gucken, dass ich irgendwie an seine Seite komme. So hier oder so. Hi. Mhm. Und vielleicht gucken, dass ich den schon von der Seite aus ein bisschen pieksen kann. Stechen kann. Schon mal vorfiletieren. Vorfiletieren, das finde ich gut, ja. So viele Tiere, ihr. Ja, Moment, ich muss mal gucken, wie das nochmal ging. Also, euer Barde kommt auf die Idee, sich neben dieses riesige Schwein zu stellen. Ja. Weil es ist nur ein Schwein. Geh schon hin. Wenn ich den Song dazu anstimmen dürfte. Time to say goodbye. Ich hab Hunger, lass mich. So. Der Bade ist gleich nur noch Brei. Oh, scheiße, ja. Das ist ja erstmal nur der Schaden. Du musst vorher ein so. Links daneben DC würfeln. Entschuldigung, da stehen. Was? Ich verdrückt. Ja, verdrücken wir vielleicht den richtigen. Ja, auch das. du versuchst mit deinem. Was ist denn das überhaupt? Ein Langschwert. Du versuchst mit einem Hieb auf dieses Schwein zu schlagen und stellst fest, dass du einfach, das hat unglaublich dicke Haut, also du machst da so einen kleinen Schlitz in die Haut
Aber dein Schwert dringt da überhaupt nicht richtig rein. Dann darf also, ich das. Oha, dann nehme ich mir schon wieder die Beine in die Hand und laufe weiter. Als wäre es so eine Peitsche. Punk. Scheiße. Und weiter. Allerdings bist du jetzt der Erste, der sich richtig gezeigt hat. Und das Schwein nimmt dich jetzt aufs Korn. Oh. Genau, lenk es ab. Und würde dich mit einer 14 treffen? Ja. Dann nimmt es dich mit seinen Hörnern, versucht es dich so wegzurammen, beziehungsweise versucht diese Hauer in dich reinzurammen und fügt dir 8 Schadenspunkte hinzu. Boah. Allerdings hast du so für ein Glück, dass es keinen Platz mehr hatte, einen wirklichen Sturmangriff zu machen. Und damit bleibt es nur dabei, dass es halt so ein Stück auf dich zukommt und erstmal nur die Hörner in dich reinrammt. Und jetzt sich dazu bereit macht, mit dir zu kämpfen. Was macht Grimwald? Ja, ich würde auch aus meinem Versteck heraus noch ein Witch Bolt auf das Schwein zaubern. Mhm. Das trifft auf jeden Fall, ja. Ja, aber mal wieder da, wo es zählt, mal wieder Pech beim Würfeln. Das ist heute Abend ein Trend. Aber du triffst und der Lightning Bolt, der Witch Bolt bleibt ja bestehen. Das heißt, du kannst ihn aufrechterhalten für die nächste Runde und brauchst ihn dann zum Treffen nicht mehr würfeln. Du schießt diesen Blitz und jetzt seht ihr, wie zwischen dem Busch, in dem Grimwald drin hockt und dem Schwein so ein Blitz andauert hin und her schießt. Da hat sich Spannung aufgetan. Nee, wo mag er wohl sein? Wo mag er wohl sein? Was macht denn Freda? Fredis, Entschuldigung. Ich habe ja die Armbrust schon rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber das ist alles, was ich von hier aus machen kann. Dann würde ich verschießen, ja. Ich hoffe nicht. Versuchen, mit der Armbrust auf den zu schießen. Was genau, was ist ein Kurzbogen? Auf die 1d6 plus 4? Oder auf. Das ist daneben. Okay. Hit schräger DC quasi. Genau, ja. Das trifft auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst einfach, wenn du bei der Waffe bist, vorne über dieses At Will haben, aber dann macht er beides automatisch. Genau. Also das trifft schon mal, dann kannst du den Schaden würfeln. Du legst also an und zielst genau. Und das ist ein sehr guter Treffer. Wie sieht das aus? Wo triffst du das Schwein? Es ist noch nicht tot, aber das war jetzt schon sehr empfindlich. Ich treffe den genau zwischen die Augen. Also ich lege an und ziele und warte ab, bis der da in seinem Gewusel kurz still hält und dann fliegt der Fall genau zwischen die Augen. So in die du siehst, wie der Kopf gerade in deine Richtung geht, um auszuholen, um nochmal mit dem Hauer auf live zu stoßen, als er genau in deine Richtung schaut und du den Trigger drückst und der Bolzen genau zwischen den Augen des Ebers landet. Der kurz verwirrt so einen Schritt macht, um sich auf den Beinen zu halten, aber trotz allem immer noch steht. Was macht denn Torwart? Wie groß ist denn Fiongewehr? So Pi mal Daumen?
Ja, so, das Schultern. Geht. Das geht live so bis zu den Schultern. Also okay, das ist also schon richtig groß. Also einfach mal eben schnell auf den Rücken springen, fällt aus. Das müsste schon mit. Du das erwürgen? Ja, ich habe ja zwei Einhandwechsel und dann so von hinten und dann einfach immer so hinten raufspringen und immer auf den Schädel ein. Ja, du kannst ja auch das. Du kannst ja auf das Dach hier springen und von da aus auf den drauf. Na ja, gut, das Dach ist höher. Achso, das ist. Wikinger, nicht Ninja. Obwohl Ninja ist ja sowieso. Ja, mit Bäumen habe ich schlechte Erfahrungen. Ja, also ich sag jetzt mal so, du kannst, wenn du willst du dich halt darauf stellen, dann müsstest du halt wirklich gucken, dass du da einfach drauf bleibst. Oder schmeißt du dich einfach Äxte nach vorne auf den Rücken? Ja, quasi so Äxte nach vorne auf den Rücken, dass ich halt so quasi breitbeinig auf dem Nacken zum Sitzen komme und den Kopf quasi als Bongo-Trommel benutzen kann. Okay, dann würde ich sagen, mach mal einen Athletikwurf bitte. Dir das so gelingt, wie du das gerne möchtest. Ja, du schaffst es, auf den Rücken zu kommen. Du kannst einen Angriff ausführen. Erstmal, denn den Rest musst du erstmal dafür aufbringen. Ja, stell dich ruhig dahinter ein bisschen. Also. Jetzt bist du ein Zäpfchen geworden. Plupp. Zu tief gesprungen. Boah. Ja, du schaffst es gerade so mit diesem einen Schlag dann noch zu treffen, während du dann allerdings ausholen bzw. ausweichen musst, dass das natürlich versucht, dich jetzt abzuschmeißen. Aber mach mal Schaden mit dem einen, mit der einen Axt. Ja, da haut er wieder rein. Sehr gut. Der Hieb saß richtig gut. Du triffst genau hinter den Nacken und du siehst, dass das Schwein anfängt zu zucken und sich kaum noch auf dem Bein halten kann. Und dann gerade in dem Moment, als es mit den Hinterpfoten ausholen will, um dich runterzuschmeißen, sacken die vorderen Beine zusammen und es bleibt vor euch tot liegen. Ich würde das rufen. Ja! Hey! Uff, ich würde enttäuscht mit meiner Axt hinter mir herschleifend aus dem Gebüsch rauskommen. Oh, du bist gar nicht. Ich will mir jetzt meinen Speer wiederholen. Wo? Oh. Das kannst du tun. Flup. Blödes und blödes Scheiße, nicht haltbar. Das ist so ein Kamin. So. Blödes. So ähnlich wie Tackleberry aus dem nach dem bei der ersten Police Academy jetzt nicht einfach bei war. So schön mit der Wand. Ja, was macht ihr da? Vor euch liegt dieses gigantische Schwein und ja, also aus dem Maul kommt halt wirklich richtig widerlicher, grünlich. Weißer Speichel, Schaum, Schleim, guten was auch immer. Ach, Tor war 7 Cent. Nein. Ich würde dem einfach am Schwanz packen, nach vorne zur Tür schleifen und sagen: Hier, ich glaub, einmal den was schleifst mitnehmen, du nicht bitte. So einfach. Ja, doch, auf Schnee nicht. Schleifst du den relativ einfach. Okay. Dann würde ich ihn aber nicht am. Nicht am Stetz. Sondern an den Hauern. Oder an den Hinterläufen. Nee, an den Hauern. Du willst doch nicht gegen den Strich ziehen, du Knalltüte. Oh. Boah, diese scheiß Hauer. Oh. Meine Güte. Ich werde dir gleich mal Verbände machen. Die Hauer machen nicht Hauer. Ich werde dir gleich Verbände machen. Uiuiui. Oh, immer mit dem Strich ziehen. Das geht besser. Deswegen auch. Oh.
Unter Skiern, wenn du so Bretter unter den Füßen hast, weißt du, machst du auch immer in Laufrichtung die Borsten nach hinten. Dann läuft das besser. Wenn du nach vorne hast, dann stoppt das. Wir können das Ding auch einfach vor das Fenster hier vorne ziehen, dann müssen wir nicht vor die ganze Zeit vor die Tür schleifen. Können wir klopfen und sagen, hier, euer Dämon. Ja, das habe ich eben schon versucht, die haben dann einfach böse geguckt und mich weggeschickt. Mach mal bitte einen Reflex safe. Reflex? Ja. Letzte zu gewinnen. Außer Fredis. Achso. Reflex. Reflex, wo haben wir das denn? Achso, Entschuldigung, das ist glaube ich. Sorry, es ist dann Dex. Ein Dex-Safe. Ah. Entschuldigung. Das Juhu. Ist meine Paradedisziplin nicht. Ja, Grimwald. Du hast das nicht ganz mitbekommen. Ihr anderen habt das gerade noch so mitbekommen. Plötzlich bewegt sich dieses Wildschwein wieder und stößt nochmal mit dem Hauer in Richtung Grimwald. Das machen die tatsächlich ganz gerne, weil da hat man einen Jäger für ihn gut. Allerdings mit einer 10 wird es dich vermutlich nicht mehr treffen. Nee. Gut. Aber es fängt jetzt gerade an, nochmal sich aufzurappeln und es scheint tatsächlich nicht tot zu sein. Alle drauf. Spiel, warte ich doch noch hier. Glaub mir, das ist jetzt tot. Ja. Das trifft auf jeden Fall. Und dann rammst du deine Axt nochmal auf den Nacken wahrscheinlich. Ja. Und trennst so den halben Kopf vom Körper weg. Oder so dir so halb den Nacken durch und dann das sackt fast, es endgültig zu Boden. Das fast kopflose Schwein. Hm? Jetzt kannst du das den hat Rest gut getan. Machen. Immer ja. Diese halben Sachen, ey. Alles muss man hier selber machen, ne? Komm, da gehen wir mal klopfen, wa? Gut, der steht auf jeden Fall nicht mehr auf. Dann würde ich mir hier am Fenster klopfen wollen. Falls doch, dann ist es doch ein Dämon. Schwupps. Ja, der alte Mann kommt zum Fenster und macht auch wieder so eine Verschwindet-Bewegung. Tschüss. Sei ich doch der Sonne. Ich würd ihm deuten, dass das Tier eben da liegt und tot ist. Wie machst du das? Ja, ich würde sagen, das Vieh ist tot und wird halt so in die Richtung deuten, wo die Leiche liegt. Brüllst du quasi durchs Fenster? Ja. Ja. Okay. Tot! T-O-H-T! Dann geht er zurück und öffnet hier diese Türe. Welche? Die Ach, einzige, die im Haus dran ist. Achso. Okay. Und öffnet die so einen Spalt. Habt ihr den Dämon besiegt? Ja, wenn du gucken möchtest, komm ruhig raus. Guck, wir warten hinten. Alles klar, dann könnt ihr jetzt gehen. Na gut, dann kommt rein. Aber macht keinen Unfug. Wow. Und lasst die Finger von meinen Töchtern. Nein. Guck mal, an der Decke steht Leuchtturm. Also, ich fühle da ein Danke heraus. Aber es ist doch. Oh. Ich würde das Ding trotzdem mitziehen. Wie schwer kann das schon sein? Zwei, drei, ja, mach mal einen Stärkewurf. Ich glaube, der kann was. Nicht. Stärke, wo... SDR, Überdex. Ja, okay, da haben wir es. Nee, das wäre ein Rettungswurf. Stärke. Also ein normaler Stärkewurf, genau. Das ist dann ganz oben. Oh, wow. Nicht mein Tag heute. Ja, also, das ist ja, ziemlich schwer. Verklickt. Auch nicht.
So, das Gleiche. So sehr ihr euch auch anstrengt, das Vieh ist einfach richtig schwer. Das kriegt ihr nicht bewegt. Warte, ich mach mit. Ja. Gut, was soll's. Ja, Torwart. Wo packst du das Vieh an? Ich leg mir dazu die Schulter und trage zum Schein. Nein, tust du nicht. Vorne an der Hauer hätte ich gedacht, ich dürfte mir halt nicht bedanken. Alles klar, du ziehst und hast jetzt zwei Hauer in der Hand. Cool, neue Trinkhörner. Wir hatten die schon gelockert. Wir hatten die schon gelockert. Eben waren die noch viel fester dran. Ja. Ich packe die in mein Inventar, die koche ich aus. Ja, okay. Ist kalt, ich bin müde. Dann geh mal rein. Komm. Hallo. Jetzt hörst du mal her, du hast zwei Hörner. Oh ja, kann ich die meinem Pferd so oben auf den Kopf geben? Naja, zuerst mal sind so Hörner ja auch an einem Schädel fest, ne? So Hauer an einem Schädel fest und du hast halt jetzt wirklich so ein abgebrochenes Stück da. Also du hast scheinbar sehr viel Kraft eingesetzt. Kannst du eine allem coole Maske daraus machen. Nun, wir sind euch wohl zu Dank verpflichtet. Was habt ihr diesen Dämon wirklich besiegt? Ist der, wird er uns nicht mehr belästigen? Er ist totestens. Es ist ein riesiges Wildschwein gewesen. Es liegt jetzt hinter eurem Vorratsschuppen. Ein Wildschwein. Ein wirklich großes Wildschwein. Ja. Von Dämonen besessenes Wildschwein. Ich würde mich auch direkt mal daran machen, mich da irgendwo in die Ecke zu setzen und quasi mal aus den Kräutern mal eine Tinktur für Life mal herstellen, damit wir ihn verbinden können. Mhm. Dann mach mal einen Medicine-Check. Mal Medizin. Bitte. Genau. Boah, gut. Das ist furchtbar. Dann seid für die Nacht unsere Gäste. Das ist aber nett. Hättet ihr zufällig einen Topf übrig, dass ich die Hörner eben schnell, die Bauer eben schnell auskochen kann? So ein Kopf, Topf. Was? Nein. Das sind übrigens die Hauer von dem Wildschwein. Aber ihr könnt, ich werde euch doch nicht meinen Kochtopf dafür benutzen lassen, um Wildschweinhauer von so einem, nein. Das muss ja kein Kochtopf sein, Nachttopf geht auch. Wir haben doch selber geschaut. Das stinkt doch. Harnsäure ätzt das schon weg, ne? Aber ja, ansonsten, wir haben nicht viel, was wir euch anbieten können. Es ist okay, ein bisschen Wärme und wir brauchen Dach über den Kopf, ist mal schön. Wir haben einen guten warmen Tee aufgesetzt und noch ein bisschen Brot und Käse, aber nicht mehr viel. Ich nehme das große Bild. Wundervoll. Vielleicht kann man ja das Wildschwein essen. Ja. Nee, das sah nicht so gut aus. Die braune, die grüne Dessert-Soße, die da rauskam. Nee, danke. Also Grimwald, mach nochmal einen Medicine-Check, bitte. Live, also er hat dir da irgendwie einen Verband angelegt, aber das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Das ist zwar, also wenn er das normalerweise macht, läuft das besser. Nicht besser. Nee, allerdings, wo er sagt, das könnte man auch essen, ja klar, wieso nicht? Ich biete eine Silbertruhe, wenn es viel ist. Nö. Geht also schon. Wenn ihr anderen möchtet, könnt ihr auch mal einen Medicine-Check machen, was das Wildschwein angeht. Das Wildschwein? Ich dachte, es geht hier um meinen Bruder.
Nein, wir essen nicht dein Brot. Nee, aber es ging ich dachte, es geht ums Verbinden. Weil Grimwald ja. Ich will das Verbinden. Grimwald, das Verbinden von Grimwald hat er ja gemacht. Okay. Ich bin der Große. Also, ich brauche einmal Medizin für das Schwein. 20. Oh, wow. Also, Freydis, Dell und Leif, ihr seid euch ziemlich sicher, ja, das war halt echt krank, das Wildschwein. Ihr solltet das wirklich nicht essen. Ja, aber was ist, wenn man das durchbrät? Allerdings Grimwald und Torwart und Asa. Oh, genau, wenn man es durchbrät, warum denn nicht? Nee, danke. Hm. Ich würde es nicht machen. Da kann der Torwart den braunen Bein nicht mehr halten. Ja, na gut. Oh, ich hatte mich so drauf gefreut. Das war so groß. Da wäre ich endlich mal satt geworden. Wer weiß, ich bin, glaube ich, auch einfach übermüdet. Tut mir leid, live, dass es nicht genau richtig ist. Aber irgendwie sind meine Hände gerade zu kalt, dass ich den Verband nicht habe. Alles gut, wir machen das morgen früh nochmal. Ich habe auch noch ein paar Heilkräuter dabei. Komm, wir schlafen einfach vor dem Kamin. Ja. Mit Schlafsack. Ich hab doch schon gesagt, ich bin das große Bett. Das ist gut. Ja, ich geh schlafen. Ja, so könnt ihr eine weitgehend ruhige und vor allen Dingen warme Nacht verbringen. Ihr könnt euch eine Erschöpfungsstufe gutschreiben. Und hättet dann allerdings noch mal einen Konstitutionswurf von euch. Also Constitution Save. Wer nicht schafft, kann sich den gleich wieder aufschreiben. Ach du Leck. Juhu! Yes, yes. Wow. Also außer Live können sich alle noch ein Exhaustion Level gut schreiben. Ja gut, ich hatte sowieso nur eins. Ja, ich hatte auch nur eins. Kann man das auch ins Negative drücken? Nein. Aber dann geht es euch zumindest so weit wieder gut. Also diese Nacht hat euch jetzt sehr, sehr, sehr gut getan. Gute Entscheidung, hier hinzukommen. Mhm. Naja. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Das bisschen und? Auer von dem Hauer. Ja. Live, du kannst ein D6 heilen. Und merkst aber halt so richtig effektiv war das nicht, was Grimwald da gestern gezaubert hat. Ah, geht schon wieder besser auf jeden Fall. Dann noch ein lecker Tee dabei. Tee gut. Und so, wie gesagt, verbringt ihr eine weitgehend erholsame Nacht. Und was dann an dem Morgen passiert, das, denke ich, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Oh. Das stellt sich dann heraus, zu wem sich die Doktor gelegt hat. Oh, wow. Ja. Also zuerst mal hat sie sich in ihr eigenes Bett gelegt. Ja, ja. Zuerst. Das in direkter Sichtweite zum Bett der Eltern steht. Und neben dem der kleinen Schwester. Ja, die Eltern können die Kerze halten und die kleine Schwester zeichnet sich allen auf. So, ja. Und mit diesem wunderbaren Bild beenden wir das Ganze für heute hier. Und ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen da. Wenn es uns nicht gefallen, wenn es euch nicht gefallen hat, auch, ist mir egal.
Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke euch fürs Mitspielen, danke euch da draußen fürs Zuschauen. Ja, danke fürs Leiten. Gerne, gerne. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.